Frau Schröder, wir haben ja jetzt eine Fülle von Krisen, die auf die Menschen einstürzen. Wenn Sie den Immobilienmarkt sich anschauen als einen der zentralen Märkte für unser Leben, jeder muss wohnen, vieles, unser Vermögen steckt da drin, wir alle brauchen warme Wohnungen, spürt man da schon Auswirkungen? Gibt es Ängste bei den Menschen? Also ich denke, Ängste gibt es sehr, sehr viele. Und diese Ängste sind ja jetzt nicht nur Resultat der vergangenen und aktuellen Krisen, sondern auch der Pläne, die jetzt noch auf uns zukommen. Also auf der einen Seite haben wir diese krisenhaften Situationen und auf der anderen Seite Daumenschrauben, die sowohl oder insbesondere den Eigentümern von Wohnimmobilien ja immer weiter angezogen werden sollen. Also zum Beispiel bei den Vermietern das Gebäudeenergiegesetz, was vorsieht, das Gebäude energetisch saniert werden sollen. Ansonsten gibt es großflächige Strafen und auch Auswirkungen, die den Vermietungsprozess nicht mehr rentabel gestalten. Das Gleiche gilt für die Reform der Grundsteuer, von der wir schon wissen, dass sie sehr, sehr preistreibend sein wird. Es ist jetzt in den vergangenen Jahren ja einiges an Instrumenten aufgefahren worden, Mietendeckel, Mietpreisbremse und so weiter, was das Marktgefüge, was wir im Immobilienmarkt haben, massiv gestört hat und was auch die Parteien Vermieter und Mieter gegeneinander auszuspielen versucht hat und damit einfach versucht hat, die Tatsache zu kaschieren, dass wir viel zu wenig Bautätigkeit hatten.